Was wäre Europa ohne seine Musik? Und was wäre diese Musik ohne Mozart? Große, aber berechtigte Fragen, 250 Jahre nachdem Leopold M. mit seinen zwei Wunderkindern von einem europäischen Hof zum nächsten tingelte. Wir diskutieren sie unter anderem mit Maximilian Hornung und Sarah Christian, zwei jungen Musikern aus Augsburg, die auch aus Musikerfamilien kommen und gern als Wunderkinder bezeichnet werden. Sowas Geniales ist dermaßen weit von mir entfernt. Also, Gottes Willen, nee. Nö, also, ich weiß nicht, was da Wunder dran sein soll. Wir haben das auch alles uns zusammen gelernt und geübt. Also die Förderung von zu Hause schadet sicher nicht. Und natürlich ein bisschen Glück haben schadet auch nicht. Wenn ein bisschen Talent in der DNA auch noch mitfließt, ist auch nicht schlecht. Ja, aber das jetzt gleich als Wunder zu bezeichnen, also. Talente hat jeder. Da gibt es größere Wunder auf der Welt. Ja, und Talente hat jeder, wie gesagt, ja. Es war Leopold Mozart, der den Augsburgern 1763 das Wundern lehrte. Dessen Geburtsstadt ist einer der ersten Boxenstopps auf der dreijährigen Europareise, wo Leopold der Welt das Wunder vorstellt, welches Gott in Salzburg hat lassen geboren werden. Drei Konzerte organisiert er für Wolferl samt Schwester. Sie spielen zweihändig, vierhändig plus Extranummern mit verdeckten Tasten und Improvisation auf Zuruf. Doch in der freien Reichsstadt Augsburg ist man schnell ausgereizt und der verlorene Sohn zieht erneut in die weite Welt. Ich denke, das ist normal, oder dass man irgendwann mal das Nest verlassen will. Ich will selber stehen und selber gucken, was es so alles gibt in der Welt und wo es mich hin verschlägt. Und das war so ein Interesse einfach nach Welt. Aber je älter ich dann geworden bin, desto schöner ist es auch, immer wieder zurückzukommen. Ich komme hierher und man hat sofort so dieses heimatliche Wohlgefühl. Das ist so tief drin und das ist einfach Augsburg für mich. Also Heimat in der reinsten und wahrscheinlich intensivsten Form. Wenn ich jetzt so an die Schulzeit zurückdenke und an auch so Jugendmusizierzeiten, immer jedes Jahr, man trifft irgendwie immer wieder dieselben Leute und kennt sich. Die Musikerwelt ist in Augsburg total klein und man hat irgendwie schnell einen Überblick gehabt, auch durch unsere musizierenden Väter. Und so dieses Gesellige und zusammen auch daran Spaß haben, das finde ich, war schon besonders schön. Der kleine Goldene Saal ist nicht so riesig. Und da entstehen dann schon besondere Momente und eine Atmosphäre, die man sonst gar nicht so leicht findet, eben in der großen, weiten Welt. Und das Augsburgerische, das muss man beschreiben, ja, sehr viel SCH, ne? Wilsch, Brauchsch, Hasch, Kriegsch, Gesch und so weiter und immer so diese Befehlsformen, gell? Und das ist weder Schwäbisch noch Bayerisch, das ist irgendwas dazwischen. Das ist irgend so, das gibt's auch nur hier, ja, sonst nirgendwo. Leopold Mozart war da weniger euphorisch. Für ihn war seine Geburtsstadt einfach engstirnig. Nur in einer Sache schätzte der aufgeklärte Katholik seine Landsmänner, in puncto Religion. Dass sich Augsburg im 16. Jahrhundert an die Spitze der Reformationsbewegung setzte, seine Stadtämter paritätisch mit Katholiken und Protestanten besetzte und dass man an dieser Bikonfessionalität auch nach dem Dreißigjährigen Krieg festhielt, das fand Leopold Schee. Seitdem steigt jährlich in Augsburg das Hohe Friedensfest, neuerdings sogar mit einer großen Tafel. Das ist eine super Sache. Wie der Augsburger allgemein auch ist, ist auch die Kulinarik halt sehr bodenständig, sehr einfach, aber halt deftig lecker. Also wir versuchen halt jetzt auch in unserem Konzept mit den bayerischen Tapas die Vielfalt rüberzubringen, dass es dann auch Originalrezepte sind, aber wir nennen es dann immer ein bisschen eingebayert oder ausgebayert. Aber der Grundansatz ist dann von Originalrezept ein regionales, aber halt dann mit internationalen Zutaten. Dann quasi als jetzt Pult-Lachs machen. Und da wird sie ja sogar fast ein bisschen an der Grenze, gell? Fast ein bisschen an der Grenze, ja. Haben wir schon Pfeffer drin? Ja, Pfeffer haben wir. Können wir aber gerne noch was machen? Ja, ich stehe euch total. Bisschen mit
Pfeffer? Das ist ein bisschen mehr Pfeffer, würde ich. Ja? Ja, apropos Gewürze. Das Leben des Gewürzpunsch-Fans Mozart wäre undenkbar ohne Pfeffersäcke. Erstens, Wolfgangs Urgroßvater Franz war Maurer in der weltersten Sozialsiedlung vom Augsburger Jakob Fugger, welche auch durch Gewürze zu einem der reichsten und spendabelsten Unternehmer Europas wurde. Zweitens, die Familien-Europareisen waren natürlich gesponsert durch Kreditbriefe eines Spezereienhändlers, dem Salzburger Vermieter und Mozart-Gönner Hagenauer, welcher von Leopold zum Dank mit Reisebriefen und Kulinarik-Reports aus ganz Europa kompensiert wurde. Das ist eben diese Bewegung, die man eben... Ja, genau. Das haben wir ja eigentlich durch die Bogenhand, durch die Bogenführung. Ja, genau. Okay. Das verstehe, das müsst ihr mir jetzt erklären. Das ist in der Musik und im Kochen ist es ähnlich. Man lernt das alles sehr, sehr, sehr lang und das Ziel ist eigentlich dann frei damit umgehen zu können. Sehr schön. Okay. So, machen wir das jetzt, ja? Und wie? Okay, alles auf die klar. Sauerei. Mit dem Essen und mit dem guten Essen und mit dem Wertschätzen des Essens, das haben wir eigentlich schon immer gehabt, weil wir aus Familien kommen, die da auch Wert drauf legen und kein kulinarisches Schmankerl ausgelassen haben. Man isst jetzt keinen Schweinebraten, bevor man auf die Bühne geht, also, weil das einfach zu viel Energie in eine andere Richtung lenkt, die man irgendwie für andere Sachen braucht. Aber was total normal ist, und gängig ist, dass man nach dem Konzert mit den Mitmusikern ins Restaurant geht oder ins Wirtshaus oder in eine Bar. Einfach auch ein bisschen die Spannung da abbaut. Auch im Hause Mozart war nicht alles Musik. Spiel, Spaß und Spannung gehörte immer dazu. Vor allem als Ausgleich zur Kompositionsarbeit. Besonders beliebt das Bölzel- oder Scheibenschießen, meist nach dem Sonntagsbraten. In den Mozartbriefen ist fast 100 Mal von diesem Rokoko-Daten die Rede. Kennengelernt hat die Familie es 1763, gleich am Anfang ihrer Europareise. Reisen bildet einfach. Punkt. Also für mich ist das auf jeden Fall so. Und ich habe viele Touren gemacht mit unterschiedlichen Ensembles in viele unterschiedliche Teile der Welt, also die ich sonst wahrscheinlich nicht bereist hätte. Und die Perspektive einfach zu erweitern. Also das ist etwas, was ich wahnsinnig wertvoll finde. Was mir zum Beispiel noch nie untergekommen ist, für mich als Person. Für mich war es immer komplett normal, mit vielen, vielen ausländischen Leuten zusammenzuarbeiten. Also diese große Sorge vor Fremdem oder die Berührungsängste, sowas habe ich nicht. Das kann gar nicht entstehen, ja, weil man beim Kammermusikspielen, auch beim Orchesterspielen, sobald man mit anderen Leuten zusammen Musik macht, ist man gezwungen, aufeinander einzugehen. Man ist gezwungen, Respekt füreinander zu haben und man ist gezwungen, zuzuhören und zu reagieren. Und das ist total essentiell.